Ja, natürlich, wir freuen uns. Es war unsere Pflichtaufgabe, sage ich mal so, nichts gegen den Gegner. Aber natürlich, wir spielen eine Liga höher, wir haben Ambitionen. Unser Ziel ist es, den Pokal zu holen, auch am Montag zu Hause spielen wir im Stadion am 21. Unser Ziel ist der Pokalsieg und ja, es war eigentlich heute eine Pflichtaufgabe. Der Gegner hat es gut gemacht, hat uns lang das Leben schwer gemacht, aber haben es ganz gut gemacht, denke ich mal. Also ich wusste, dass es schwierig wird, weil das ist ein Verbandsliga-Gegner aber ich bin wirklich stolz auf meine Jungs, die haben sich tapfer geschlagen und verdient der Sieg trotz allem. Und ich gratuliere Hanau 1960 und das Leben geht weiter. Ja, ich glaube, der Gegner hat es ganz gut gemacht. Stand ein bisschen tiefer, hat uns ein bisschen kommen lassen. Die Räume waren halt natürlich sehr eng. Der Trainer von Hochstadt ist natürlich ein alter Fuchs. Kenne ihn ja noch vom Pro Köbel. Hört mir gar nicht zu. Ja, auf jeden Fall, die haben es gut gemacht. Wir müssen halt nach vorne geradliniger spielen, schneller den Abschluss suchen. Dann denke ich mal, klappt es auch am Montag bei uns zu Hause. Ja, wir hatten halt gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt nur auf das Pokalspiel. Und wir hatten natürlich durch viele Verletzte mit Metin Oymak oder Pascarella sind wir das Risiko eingegangen, ja, und haben die ins kalte Wasser geschmissen. Aber trotz allem, die Erwartung war schon, dass wir da so einen kleinen, ja, ins Finale zu kommen und dann, ja, das Einzige noch mitzunehmen, was wir noch dran geglaubt hatten. Und hat aber leider nicht geklappt und das ist schade. Ja, ich denke mal im Finale ja, wird ein anderes Spiel. Es wird ein bisschen mehr. Ich schätze mal, dass 93 es macht, morgen gegen Dönesheim. Das wird dann auch ein Derby. Ich denke mal, viele Leute werden da sein. Prestigeduell in Hanau. Da geht es um die Wurst und ich denke mal, da wird schon mehr von uns abverlangt. Einige haben schon das Finale gespielt und einige sind noch sehr jung. Aber wir haben viel Erfahrung mitgenommen. Die Mannschaft ist immer noch geschlossen, obwohl wir im Abstiegskampf waren oder sind. Und da muss ich Respekt an die Mannschaft und die gehen schon ihren Weg.